Ja, ich denke, das ist der ideale Ort, um einen Wyvern zu finden. Und es ist auch genug Platz, um ihn zu erlegen, ohne dabei zerquetscht zu werden. Allerdings sind sie nicht dumm. Wir werden einen wirklich guten Köder brauchen. Ich bin nicht hier, um jemanden zu beeindrucken. Locken wir irgendetwas an, womit wir leicht fertig werden. Was denn? Gar nichts. Na schön, sehen wir mal, was wir so haben. Legt erst einmal das da auf den Boden. Sehr schön. Und jetzt das Blut. Was denn? Die Beute muss sich doch bewegen. Oder etwa nicht? Nun denn, es geht los. Seid einfach bereit. Na, wenn das nicht die Fereldische Bäuerin ist. Es heißt, ihr wärt Champion irgendeiner Provinzstadt im Osten. Das ist bestimmt eine bedeutende Errungenschaft. Ich schlage vor, ihr nehmt eure Diener und verschwindet, solange ihr noch die Chance dazu habt. Dieser Wyvern war meine Beute, nicht eure. Er gehört mir. Mir. Ich habe viel Geld bezahlt, um derjenige zu sein, der diesen Wettstreit gewinnt. Ich war an der Reihe. Oh, mir war nicht bewusst, dass der Herzog seinen nutzloseren Gästen Almosen zuwirft. Mein Fehler. Ich dulde es nicht, dass eine Provinzschlampe so mit mir redet. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass diese Frau miese kleine Gauner wie euch zum Frühstück verspeist. Noch mehr Unverschämtheiten, diesmal von einem Klingenohr. Ich habe genug davon. Tötet sie alle! Wir können ja behaupten, der Wyvern sei zu viel für sie gewesen. Was geht ihr vor? Prosper! Diese verfluchte Hure hat versucht, mir meine rechtmäßige Beute zu stehlen! Bitte, ist das denn eine Art, über den Champion von Kirkwall zu sprechen, Baron? Zunächst mal ist es eure Schuld, weil ihr so eine stinkende Bäuerin überhaupt erst eingeladen habt. Eure Mutter würde sich schämen! Und das sagt ausgerechnet der Mann, dessen Mutter mit halb Valchevin geschlafen hat. Bitte verzeiht. Arlange war schon immer ein Betrüger. Was hättet ihr mit ihm gemacht? Ihr wollt doch nicht etwa andeuten. Warum denn nicht? Denkt ihr, Arlange hätte vor einem Mord zurückgeschreckt, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte? Wollt ihr mir irgendetwas sagen? Lasst ihn einfach gehen. Er ist eure Zeit nicht wert, Hawk. Unglaublich! Welch eine Barmherzigkeit! Er ist nun einmal der, der er ist. Das ist alles. Ihr habt ihn besiegt. Es ist eure Jagd und somit auch euer Spiel. Habt ihr das gehört, Arlange? Es würde sich für euch geziemen zu verschwinden, solange ihr noch könnt. Ich... Na schön. Ich gehe. Meinen Glückwunsch, dass ihr den Wyvern gefunden habt. Er scheint wahrlich ein Prachtexemplar zu sein. Wir werden im Hof des Chateaus eine Feierlichkeit ausrichten. Stoßt einfach dazu, sobald ihr bereit seid. Tja.
Tja, ihr habt ihn gehen lassen? Gewonnen. Das war äußerst barmherzig. Das ist nichts Schlechtes, wisst ihr? Wir sollten zum Chateau gehen. Es wird Zeit, dass ihr eure Konversationskünste demonstriert. Nun gut, das war's mit den Wirrwarr und allem möglichen anderen Unsinn. Kehren wir zum Chateau zurück? Wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Kümmern wir uns darum. Dem stimme ich zu. Ich habe mich kurz umgesehen. Es gibt eine Tür ins Innere des Schlosses, die nicht schwer bewacht wird. Da kommt doch bestimmt noch ein Aber. Ich kann sie nicht öffnen. Und glaubt mir, ich habe es versucht. Ich habe mir an dieser dämlichen Tür einen Satz ausgezeichneter Dietriche verbogen. Eine der Wachen des Herzogs muss den Schlüssel bei sich haben. Sie würden sich ja wohl nicht selbst aus dem Schloss aussperren. Hoffe ich zumindest. Warum sollte die Feier denn sonst im Garten stattfinden? Ich wette, irgendjemand versucht gerade ein Fenster aufzubrechen. Eigentlich könnte ich das ja übernehmen. Vorerst sollten wir aber doch lieber nach jemandem suchen, der einen Schlüssel besitzt. Wir sollten uns aufteilen. Wenn wir gemeinsam durch die Feier trampeln, erregen wir nur Aufmerksamkeit. Talis und ich suchen nach dem Schlüssel. Der Rest erkundet in der Zwischenzeit das Schloss nach einem anderen Zugang. Kommt schon. Mal sehen, was wir rausfinden können. Euer Gnaden, dies ist wirklich das Ereignis der Saison. Ihr habt euch diesmal wirklich selbst übertroffen, Prosper. Ah, endlich. Unsere große Heldin. Der Champion von Cogwall hat heute den Ruhm der ersten Tötung errungen. Den Wyvern in seinem eigenen Revier zu jagen, heißt das Schicksal herauszufordern. Es ist ein schreckliches Risiko. Doch der Preis. Ich überreiche euch diesen Gürtel aus feinster Wyvernhaut. Tragt ihn mit Würde und genießt die Anerkennung, die euch zusteht. Sollte irgendjemand meine heldenhaften Taten preisen wollen, bitte. Gut gesprochen. Beachtet Leopold überhaupt nicht. Mein Haustier ist vor dem Essen immer so reizbar. Leopold also? Ich wusste nicht, dass Wyvern gezähmt werden können. Gezähmt ist vielleicht auch zu viel gesagt. Meine Freunde, ich heiße euch alle offiziell auf Chateauane willkommen. Genießt diese Kostprobe orlesianischer Gastfreundschaft.